Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich auf zwei Fehler eingehen, die sehr, sehr häufig beim Amazon Fire TV Stick auftreten, wenn es Probleme mit dem Netzwerk oder Internet gibt. Die erste Meldung wäre, Home ist derzeit nicht verfügbar, ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Und eine andere, weitere Meldung wäre, Netzwerkverbindung unterbrochen. Die beiden Fehlermeldungen können unabhängig voneinander auftreten, die können auch zusammen auftreten, abwechseln. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Generell ist die Ursache oft nicht ganz klar, weil der Fire TV Stick nicht viele Details ausgibt. Aber ich möchte euch in dem Video hier mal ja, die aus meiner Sicht Top 2 Fehlerquellen aufzeigen, mit denen ihr viele, sicherlich 8 von 10 Fehlern beheben könnt. Grundlegend ist immer wichtig, wie oft tritt der Fehler auf? Tritt er zum ersten Mal auf? Wenn ihr jetzt so eine Fehlermeldung zum allerersten Mal seht, würde ich das Gerät auf jeden Fall erstmal neu starten. Also den Fire TV Stick einfach übers Menü oder über die Fernbedienung einmal neu starten. Da es häufig Fehler gibt aufgrund ja, fehlerhafter Software oder wenn das Gerät ein Problem mit dem Speicher hat und irgendeiner Schleife hängt, dann hilft es oft einfach, das Gerät neu zu starten und der Fehler ist verschwunden und ihr braucht euch keine weiteren Sorgen mehr machen. Also das wäre erstmal die einfachste Lösung, bevor ihr anfangt, das halbe Haus umzubauen. Ihr könnt den Fire TV Stick ja, entweder übers Menü neu starten oder auch über die Fernbedienung. Wenn ihr den mittleren Knopf und den Play-Pause-Knopf beide zusammen für ca. 10 Sekunden gedrückt haltet, dann startet der Fire TV Stick neu. Und ja, das sollte einen Großteil der Fehler lösen. Falls der Fehler weiterhin besteht, ja, manchmal kann es auch einfach sein, dass es tatsächlich Probleme gibt bei eurem Internetprovider oder bei Amazon selbst, dass der Server, Routing oder sonst was nicht funktionieren. Also vielleicht einfach nochmal ein paar Minuten oder Stunden später nochmal probieren. Wenn der Fehler dann trotzdem noch besteht, empfehle ich euch, den Fire TV Stick mal stromlos zu machen. Wichtig beim Fire TV Stick ist, beide Kabel abzuziehen, also das HDMI-Kabel vom Fernseher und auch den Stecker aus der Steckdose. Beides für 20 Sekunden entfernt lassen, dann könnt ihr den Fire TV Stick wieder an den Fernseher anschließen, an die Steckdose anschließen und erneut testen. Und ja, wenn der Fehler dann weiterhin nicht behoben ist, solltet ihr das gleiche mit eurem WLAN-Router machen. Also sucht euch das Gerät, eure Fritzbox, ja, T-Sinus, Speedport, was auch immer ihr von eurem Provider habt. Zieht auch da den Netzstecker, wartet 20 Sekunden, steckt ihn wieder an. Und dann müsst ihr in der Regel auch nochmal 30 Sekunden bis eine Minute warten, bis der Router wieder bereit ist, also bis er synchronisiert und eingewählt ist und das WLAN wieder zur Verfügung steht. Dann sollten wirklich ein Großteil der Fehler behoben sein, die ja einfach von Zeit zu Zeit aufgrund fehlerhafter Software auftreten können. In diesem Zuge empfehle ich euch auch auf eurem WLAN-Router und auch beim Fire TV Stick nach neuer Software zu suchen. Das könnt ihr beim Fire TV Stick über die Einstellung und beim Router über das Konfigurationsmenü. Viele solche immer wieder auftretenden Fehler können dann durch neuere Software gelöst werden. Falls das nicht hilft bei eurem Fire TV Stick, ist es gut möglich, dass ihr ein Problem habt mit dem WLAN-Signal. Das heißt, das WLAN-Signal könnte zu schwach sein oder gestört werden, entweder durch benachbarte WLANs oder auch durch andere Störquellen. Es gibt einige Fehler, wie zum Beispiel beim Netzwerkverbindung unterbrochen, könnt ihr teilweise noch sehen, dass die Netzwerkverbindung besteht, es aber Probleme mit dem Internet gibt, laut Fehlermeldung. Also hier in meinem Fall, in diesem einen Beispiel, sehe ich, dass ich noch mit dem WLAN verbunden bin. Die Signalstärke ist auch gut oder hervorragend, wie auch immer. Dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass euer Signal zu schwach ist, aber es könnte trotzdem noch sein, dass es ja, sporadisch Störungen gibt oder trotz guter Signalstärke es immer wieder zu Aussetzern kommt durch spezielle Störquellen. Ich empfehle euch generell erstmal zu prüfen, hat euer Fire TV Stick ein gutes Signal. Also entweder über das Menü, über die Einstellung prüfen, ist das Signal gut, hervorragend, schlecht, wie auch immer. Wenn das Signal schlecht ist, empfehle ich euch eines meiner bereits vorhandenen Videos, das Fire TV WLAN Signal verbessern Video. Das werde ich euch hier oben rechts mal verlinken. Da gehe ich darauf ein, wie ihr mit sehr, sehr einfachen Mitteln, indem ihr zum Beispiel den Stick und WLAN-Router wenige Zentimeter verschiebt, das Signal deutlich verbessern könnt. Wenn ihr das versucht habt, aber das noch nicht ausreicht, kann es außerdem hilfreich sein, eine HDMI-Verlängerung zu verwenden, um den Fire TV-Stick weiter vom Fernseher wegzubringen. Generell ist es so, dass zwischen Fernseher und Anbauwand oder bei Wandmontage zwischen Fernseher und Wand ist das Signal nicht ideal für den Fire TV-Stick. Deshalb empfiehlt es sich, ja, eine HDMI-Verlängerung zu kaufen, falls ihr keine habt, die zwischen Fire TV Stick und Fernseher zu stecken, um den Stick ja, weiter vom Fernseher wegzubringen, vielleicht weiter nach oben oder zur Seite, um da halt einerseits zu vermeiden, dass das Signal abgeschirmt wird
und auch, dass der Fire TV-Stick gegebenenfalls direkte Störung vom Fernseher empfängt. Es ist auch wichtig zu schauen, oder es ist möglich, dass der Fernseher halt auf verschiedenen Wegen den Fire TV-Stick stört. Ja, durch Elektronik oder einige moderne Fernseher haben auch einen eigenen WLAN-Access Point eingebaut, beziehungsweise strahlen eine eigene SSID aus. Also wenn ihr nach WLAN sucht und dort den Namen eures Fernsehers seht und aber diese Direktverbindung eigentlich nicht benötigt, empfiehlt es sich auch, das abzuschalten, dass euer Fernseher da seine eigene SSID ausstrahlt. Außerdem kann es sein, gerade in Mehrfamilienhäusern oder in Gegenden mit vielen WLANs, dass einfach der Kanal, den ihr fürs WLAN verwendet, überlastet ist. Also es gibt gerade im 2,4 GHz Frequenzband gibt es nur 3 überlappungsfreie Kanäle. Also wenn ihr da 5 benachbarte WLANs habt, ist klar, dass die sich untereinander stören. Also schaut da mal, testet gerne einen anderen Kanal. Und wenn möglich, wenn euer Router die Möglichkeit bietet, empfehle ich euch auch auf jeden Fall ins 5 GHz Band zu gehen. Da gibt es einerseits deutlich mehr Kanäle, bis zu 20 überlappungsfreie Kanäle, und ihr könnt außerdem höhere Geschwindigkeiten erreichen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, hier oben Fire TV WLAN Geschwindigkeit. Das verlinke ich euch ja auch mal oben rechts in der Ecke. Und in der Endcard von dem Video könnt ihr euch auch anschauen, also wenn möglich, bringt den Fire TV Stick ins 5 GHz Band. Da müsst ihr aber auch darauf achten, wenn ihr einen älteren Fire TV Stick habt, dann muss der WLAN-Kanal zwischen 36 und 48 liegen. Die älteren Fire TV Sticks unterstützen nicht alle WLAN-Kanäle. Aber das erkläre ich ja auch in meinem 5 GHz Video. Wenn das noch nicht hilft, dann kann es auch in seltenen Fällen so sein, ich habe gelesen, dass die Fire TV Sticks teilweise überhitzen. Könnt mal schauen, ob der dann sehr, sehr heiß wird, könnte Probleme verursachen, kann auf einen Hardwarefehler hindeuten oder auf eine schlechte Position. Und wenn diese Punkte den Fehler nicht fixen, dann, also ich gehe davon aus, dass 80% der Probleme dadurch auf jeden Fall gelöst werden. Es kann aber auch individuellere Fehler geben mit eurem Router, mit eurem Umfeld. Also in dem Falle müsste man wirklich mal dokumentieren, wie häufig tritt der Fehler auf, ist es zu bestimmten Zeiten, sind auch andere Geräte betroffen. Vielleicht kann man den Fire TV Stick mal an einen anderen Fernseher anschließen und testen. Es gibt auch die Möglichkeit, den Fire TV Stick mal richtig zurückzusetzen auf Factory Reset. Eventuell noch schauen, ob andere Störquellen da sind. Und sonst muss man schauen. Ich habe zum Beispiel auch ein Video gemacht, da tritt der Fehler speziell in Verbindung mit einer Fritzbox auf. Da wird der Fehler verursacht durch einen IP-Adressfilter. Also die Fritzbox filtert aus Sicherheitsgründen den Fire TV Stick teilweise raus. Also wenn ihr eine Fritzbox habt und der Fehler auftritt, empfehle ich euch auch dieses Video, werde ich euch auch oben rechts in der Ecke verlinken. Falls ihr keine Fritzbox habt und einen solchen Fehler, dann empfehle ich euch auf jeden Fall mal dazu schauen, ob es da im Logbuch irgendwelche Meldungen gibt bezüglich Security-Warnungen oder sonstiges. Also da müsstet ihr dann wirklich da mal das Log durchschauen. Ja, so viel dazu. Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Videos zum Thema WLAN und Fire TV Stick hochladen. Und auch wenn ihr Fragen habt oder das Problem für euch nicht gelöst werden konnte, ihr könnt gerne in die Kommentare posten. Ich werde euch versuchen zu helfen. Im Internet gibt es ganz viele weitere Tipps, wie der Fehler gelöst werden kann. Viele davon ergeben aber eigentlich keinen Sinn, aber trotzdem scheinen sie bei einigen Leuten zu helfen. Also zum Beispiel haben viele Leute auch statische DNS-Server oder IP-Adressen eingegeben. Ja, sowas in der Richtung kann man auch machen. Einige Leute haben die Sicherheitseinstellungen gewechselt und haben dann gesagt, dass alles gut war. Ich glaube jetzt nicht, dass das tatsächlich gute Wege sind, um diesen Fehler zu lösen. Es deutet eigentlich eher darauf hin, dass der Fire TV Stick teilweise doch einige Softwareprobleme hat, beziehungsweise die Router. Und dann sind wir wieder beim Schritt 1, also gegebenenfalls die Geräte neu starten und nach Software-Updates suchen. Das war's. Schönen Tag und bis bald.